Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Hey! Nee, Pumping Simulator 2 direkt nach der letzten Folge jetzt am Aufnehmen. So, ihr seht schon, die Kunden stehen schon in Schlange. Ich muss jetzt mal schnell hier rein. Und ich würde sagen, diese Folge steht im Sinne von wir machen unser eigenes Wasser. Thank you, darling. Soll es heißen, wir kaufen uns dann noch die Pumpe und den Wassertank, dass wir quasi. Ich glaube so, Thank you, ich weiß jetzt nicht, darling. ob die Rechnungen komplett wegfallen oder ob das einfach nur weniger wird. Das werden wir sehen. Hey. Aber zur Not haben wir dann immer noch Okay. einen kleinen Notgroschen, den wir dann quasi immer noch mal ein bisschen einsetzen können. Thank you. Also steht diese Folge im Sinne von wir machen Wasser. Okay. So. Okay, Oh. ja, ist egal. Geht jetzt noch? Ich habe jetzt auch schon alles reingeklatscht. Okay, dann gucken wir mal. Ich glaube, das Wasser war da hinten irgendwo. Ich habe mich leider schon wieder ein bisschen gespoilert. Hier sieht es noch gut aus. Ja, aber komm, können wir auch gleich nochmal bestellen. So, dann kassieren wir. Warum räumst du das eigentlich nicht weg? Ach so, stimmt ja. Chefe kann ja auch noch was machen, ne? Bong. Rein da. In den Lump. Hello. So, du hast nochmal getankt, das ist sehr schön. Okay. Wenn wir uns dann nämlich schon die Rechnung sparen, können wir dann eventuell noch ein bisschen schneller Kohle machen für die Okay. wirklich wichtigen Sachen, wie zum Beispiel quasi dann hier die Tankstelle größer und weiter ausbauen. So, jetzt gucken wir mal bei Zona mal. Wasser. Immer der Tank. Und die Pumpe sind 1300. Gehen wir das Risiko jetzt ein. Ah, shit, was brauche ich jetzt für die Mitarbeiter? Warte, jetzt müssen wir mal gucken. Ich brauche für die Mitarbeiter 361. Oh, das wird eng. Halt, der Sprit ist da. Yo. Yo. Okay, du brauchst natürlich nicht tanken. Thank you, darling. Es könnte sein, dass mir jetzt zwei Flöten gehen, aber dann ist es halt so. Ah ja, klar, jetzt kommt der Kopf nochmal, natürlich. Natürlich. What's up? What's up? Ist das? Ich sehe gerade, ich kann die Kasse auch nochmal updaten. Was ist denn hier los? Thank you, darling. Wird die dann größer, besser, schneller? Das ist ja übel. Wann bezahle ich eigentlich die Rechnung für die Mitarbeiter? Maximale Anzahl 6 und 3 Angestellte habe ich. Okay, das ist gut. Also 6 könnte ich jetzt maximal anstellen. Guck mal, so viel brauchen wir ja auch nicht mehr. Wir haben 361 brauche ich. Also ich brauche nochmal knapp $100. Wenn die zwei jetzt noch getankt haben, ist das schon mal Bombe. Hello. Ja, ne, nehmt ruhig Waren mit. Ist nicht so schlimm. Alles gut. Ach, gucke. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Okay, meine Angestellten sind gerettet. Meine Angestellten sind Okay. gerettet. Achso, sie ist ja auch noch. Okay. So, guck mal, in der kurzen Zeit. So, jetzt können wir mal gucken. Das Wasser müsste ja mittlerweile da sein. Jawohl, das ist die Pumpe. Aber ich glaube, ich sollte dann zuerst den Wassertank aufstellen. So, flitzen wir mal kurz dahinter. Die Wasserpumpe müsste hier jetzt gerade irgendwo rumliegen. So, wo ich die Wasserpumpe hingeschmissen? Oh. Wo ist meine Wasserpumpe? Oh nein. Hä? Hä? Haben Sie mir die jetzt schon geklaut? Oh nee, wo ist meine Wasserpumpe? Ach, hier unten. Da liegt sie doch. War weit geflogen. So. Und wir machen jetzt Wasser. Okay, dann müssen wir das mal im Auge behalten. Wir haben jetzt Rechnung. Das wäre jetzt der nächste Tag, wäre jetzt morgen. Die Tankstelle wird jetzt mal geschlossen. So. Obwohl, wenn es nach mir geht, könnte man ja durchackern. Aber nachts bringt das nicht so viel, habe ich festgestellt.
macht, bringt das überhaupt nicht viel. Okay. Bis auf das, was wir jetzt vom Tag noch abkassieren. Aber noch ist es ja nicht nachts, also. Okay. Cosplay-Treffen hier. Thank you. See you later. So, jetzt ist gerade nämlich die... Hey! Jetzt muss ich nämlich gerade meine Angestellten bezahlen. Das war jetzt auch schon nicht wenig. Okay. So. Aber wir haben noch Judeld. Das ist alles nicht so wild. Guck mal, da kommt sogar noch jemand. Da wäscht noch jemand. Dante ist auch am Start. Kühlschrank ist noch gut besucht. Beziehungsweise voll. So. Also muss ich jetzt zusehen, dass wir dann in der nächsten Folge mindestens, naja, so mindestens 2, 2,5 kriegen, dass ich den Shop updaten kann. Oder upgraden, beziehungsweise upgraden. Was denn? Wann wieder? Was ist denn sein Problem? Kackvogel. So, dann wird sie jetzt noch abkassiert. Hallo. Hallo. Okay. So, dann können wir den Tag jetzt abschließen. Tag 14, wohlgemerkt. War hier noch was drin? Nee. Der ist auch noch nicht voll. Ja, schön. Gut. Wie sieht's eigentlich da hinten? Was hatte ich da hinten auch schon gesehen? Ja. Hier hinten hatte ich auch schon gesehen. Hier sind drei. Da hatte ich auch. Gut. Okay, sauber ist es ja eigentlich. Gut, dann können wir jetzt nach Hause fahren. Aber unsere Zombie-Familie besuchen. Also ich gehe da ja bloß schlafen, nicht? Ich könnte jetzt auch hier an der Tankstelle schlafen. Das wäre, glaube ich, auch nicht das Problem. Das könnte ich alles machen. Könnte ich mir die 10 Dollar für den Bus sparen. Also 10 Dollar ist schon echt fett. Vor allem, wenn man jetzt eigentlich nicht weiß, wie weit das eigentlich weg ist. Im eigentlichen Sinne. So, Mutti ist noch bei 100. Und Söhnchen auch und Frauchen. Okay, gut. Dann gute Nacht. Ich trinke einen Schluck Kaffee. So, dann putzen wir uns mal hier eine Runde rein. Ich mache schon mal wieder auf, dass es hier vorwärts geht. Und in der Zeit renne ich nochmal schnell auf den Bazar und hol mir mal was. Achso, warte mal, was ist hier überall? Hier, da hinten ist auch einer. Guck mal, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich weiß, ich brauche hier, glaube ich, schon mal gucken. Das ist ja, glaube ich, eine Ölpumpe. Ich brauche dafür aber... Ah, 20.000 Ölquelle. Oi, 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 oi. Kann ich da meinen Sprit selber machen? Das wäre natürlich geil. Wenn man noch das Öl verkaufen könnte, jawohl. So, Bazaar. Mal gucken, wie lange wir brauchen. 9.17 Uhr bin ich jetzt losgefahren. Bis, was, über eine Stunde brauche ich bis hierher. Echt übel. Mit dem Bus. Mit dem Bus. So, Tabletten haben wir noch, brauche ich nicht. Mit. Tankstelle. Ab jetzt. So. 10.33 Uhr. 34. Alter, was man hier für Zeit verliert, nur wegen dieser blöden Bazar. Das ist echt übel. Aber gut, wir haben hier nichts verpasst, so wie es aussieht. Und es stehen immerhin schon mal 4 Autos da. Wenigstens zum Tanken. Ich hüpfe auf deinem Auto rum, du da, du da. Hier komme ich nicht hoch, der ist zu hoch. Scheiße, Kleister. Scheibenkleister. Was ist das hier hinten eigentlich? Was ist das? Was ist das? Benötigt zum Upgrade einen Hammer. Ja, toll. Ein Spielezimmer. Okay. Erstens, ich habe dann irgendwann noch Kinder hier am Start. Oh ja, nicht genügend Wasser angesammelt. Kann ich die Pumpe... Nee, die Pumpe kann ich nicht mehr upgraden. Na, das ist ja auch komisch. Okay.
Okay. Das geht also nicht. Was, wenn ich mal die Hände abgetrocknet? Doch. Hey, du hast ja nicht mal die Hände abgetrocknet. Du Sau. Good morning. Ach, so fängt der Tag schön an. 123, 46. So fängt der Tag doch echt super an. Okay. Guck mal, die Milch. Alles geht weg. Okay. Alles muss raus. Thank you, darling. Ich sollte mir vielleicht doch mal angewöhnen, dass ich früh gleich noch mal einkaufe für den restlichen Tag, oder? Weil guck mal, hier ist ja alles. Hier ist schon wieder alles leer. Okay. Sollte ich mir vielleicht wirklich mal angewöhnen? Hi. Kann ich den Kühlschrank? Also das Regal ging ja bloß eh mal. Geht der Kühlschrank auch noch mal? Nee. Nee. Gut. Das ist schon höchstes, was es gibt. Okay. Das ist schon höchste, was es gibt. Das ist sehr heiß. Okay. Zack, zack. Was? Okay. Aufgrund der Inflation sind die Lebensmittelpreise um 5% gestiegen. Verbleibender Tag 1. Das heißt jetzt, ich sollte auf Deutsch eigentlich nicht einkaufen, oder? Ja, aber nö, es geht aber immer. 5%? 5%? Boah. Da klatsche ich da extra noch was drauf. Jawohl. Ist klar, oder was? Achso, was macht denn eigentlich unsere Solaranlage? Weil ich meine, die Batterie steht ja nicht zum Spaß da hinten, oder? Also mit hier oben drauf. Ich könnte ja noch eine rein. Planschen. Guck mal. Die lädt immer noch. Ich kann die Batterie upgraden. Warte. 600 für eine Batterie. 1050 für das Ding. Aber das ist doch das letzte dann, okay. Also die Solarzelle kann ich bloß eh mal upgraden. Okay. Es müssten ja heute eigentlich auch Rechnungen reinkommen. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Okay. Okay. Müssten heute auch noch Rechnungen reinkommen. Nächster Gesetzentwurf heute. Was? Gesetzentwurf heute? Was? Rechnung? Alter. Was ist eine andere? Achso, okay. Jawohl, immer kauft. 143, das ist mega gut. Sehr schön. So, was macht bei Kraftstoff? Tanken. Holen. Herrlich. Halt, was war das hier? Achso, Spieler-Upgrades gibt es ja auch noch. Ah, Bewegungsgeschwindigkeit. Klar, gönne ich mir immer. Kameraqualität. Kameraqualität, das ist jetzt von dem Tablet dann, oder was? Und das hier, der Betrag, den sie beim Verhandeln Überzeugung 5% Vorteile, Händlerfähigkeit, Arbeitsgeschwindigkeit, Casino, Zocker, Drogendealer, Experte, Autohändler. Ermöglicht das Tragen eines... Ah, okay, das nehme ich auf jeden Fall immer. Aber gut, hätte ich doch eigentlich gar nicht gebraucht, weil ich trage die Kisten ja nie, oder? War das jetzt eigentlich Schwachsinn? Okay. Alter, was kommt denn hier für ein Panzer? Okay. Ist ja übel. Bye bye. Na gut, komm, jetzt nehmen wir Alex nicht der Arbeit weg. Warte mal, jetzt müsste ich eigentlich zwei Kisten tragen können, oder? Ha! Guck dir das an. Sehr schön. Aber ich mach's trotzdem weiterhin so. Also eigentlich hätte ich mir das sparen können. Die 250. Aber ist jetzt egal, jetzt sind sie investiert.
Es ist ja auch nicht so schlimm, würde ich jetzt behaupten, dass man auch mal ein bisschen mehr brauchen kann. Hier ist doch schon wieder kein Hundefutter dabei. Was ist denn das für ein Blödsinn? Hey. Warum ist hier kein Hundefutter dabei? Was ist denn das? Das hat er sich nicht gemerkt, oder? Alter, muss das nochmal neu sperren, oder was? Warum merkst du das denn nicht? Da muss ich die komplette Liste nochmal überarbeiten, oder was? So. Hey! Ätze. Achso, wenn ich da jetzt nochmal drauf drücke. Egal, komm. Was wir da, machen wir da. Hey! Wenn es halt schlecht wird. Das ist halt so. Thank you, darling. Ansonsten müssen wir halt noch einen Kühlschrank holen. So, machen wir hier mal alles voll jetzt hier. Chips, Schokolade. Mal die Schoki, dann können wir jetzt noch den Ketchup. Dann den anderen Käse. Hallo. Ja, die Lieferung gerade schon wieder neu an, ja, ich merke das schon. Hier oben ist auch schon wieder was gekommen. Ja, das kommt jetzt gerade alles nach hier. Motoröl ist schon 10-mal da jetzt. Reiniger ist wieder neu. Komm mal, voll hier. Das Ding. Hi. Okay. So. Wo sind wir denn jetzt eigentlich aktuell? Okay. Findest du, ja? Okay. Findest du das so? Ist ja nice. So, jetzt muss ich auch wirklich mal sparen, dass wir hier auf unseren, ich will ja den Shop upgraden eigentlich. Okay. Hello. Ich komme nicht dazu. Alter Falter. Ja, das muss ich aber immer noch selber wegräumen. Madeline, du bist dein Geld nicht wert. Nee, doch, Quatsch. Alles Käse. Bin doch froh, dass sie da ist. Mensch. Glaubt mir doch nicht, was ich sage, sondern was ich meine. Alter, der Kühlschrank sieht ja mal echt mistig aus. Hey! Hey! Was los? Bye! Ja, aber muss man eigentlich nicht Ketchup sogar... Nö. Muss er nicht. Okay, krass. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man den Ketchup mit in den Kühlschrank packen muss, aber... Und den Dämpf, aber nö. Okay. Anscheinend muss man das hier nicht. Ist ja jetzt auch nicht schlimm. Hello. Das kriege ich doch niemals alles weg. Bye. Bei 5% gestiegen. Dann sind aber eigentlich meine Preise ganz human, muss ich mal sagen. Also ich würde auf jeden Fall schon mal einen Freunden empfehlen. Es gibt definitiv Mücken immer noch. Das ist ein schönes Thema. Die Anlage ist gut. Die Dekoration ist sehr schön. Ja, reparieren, das wird wohl das nächste werden dann. Aber wie gesagt, erstmal ist der Shop dran. Erstmal wird der Shop upgraded. Vorher gibt es ja nichts mit reparieren. Und so. Und da müsste ich ja theoretisch das hier auch nochmal upgraden. Was brauche ich dafür dann? 3000. Was haben wir hier hinten noch? Grow House. So, ich habe schon wieder was anderes gemacht. Oh Gott. Oh nee, sag mir jetzt nicht. Hier war es, glaube ich. Ja, doch, hier. Alter, bitte nicht. Das zählt aber nicht unter Lebensmittel.
Weil es hieß die Lebensmittelpreise, seit wann kann ich einen Ball essen? Ja, das ist ja schon mal Beschiss, genau wie die ganze Deko hier. Das ist ja schon mal Beschiss. Würde ich jetzt mal behaupten. Oder? Oder? Was ist eigentlich mit der Pfeife? Kann ich mir meine Hunde daran pfeifen? Oder? Warum? Für was brauche ich einen Spritkanister? Hä? Verstehe es nicht. Kann ich den... Nee, ich kann den nicht mehr ausrüsten. Hä? Ach so, brauche ich den Spritkanister für mein Auto? Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein. Okay. Thank you. See you later. Bis dann. Komm wieder tanken. Hey. Komm einfach wieder tanken. Thank you, darling. Dann bin ich happy und zufrieden. Okay. Yo. Kommt schon. Hello. Kommt schon der nächste, aber jetzt immer gehen und kommen, ja, das ist Wahnsinn. Bye. Waren die jetzt echt vorsichtig durch den Bremsding, oder? Waren die jetzt echt vorsichtig über hier? Guck mal, ja, die ist doch besoffen. Aber der Bremshuckel ist wirklich schon ausschlaggebend. Der Kühlschrank sieht echt aus. Ich glaube, ich müsste den nochmal ausräumen und nochmal ein bisschen sortieren wenigstens. Thank you, darling. Wenn es nur ein bisschen ist. So, wir sind jetzt bei 1-1. Das wird echt schwierig. In der Folge noch den Shop abzugraden. Das wird echt schwierig. Okay. So, was brauche ich jetzt für den Shop? Warte mal, wir sind jetzt bei... Ich brauche 1,56. 1,56. Sagt mein Sprit. Na gut, das muss ich jetzt mal so laufen lassen. Was ist denn nur? Hello. Also das da hinten, das gehen wir dann, ich glaube, in der nächsten Folge dann lieber mal an. Da tue ich mich jetzt mal nicht drauf versteifen. Was ist denn überhaupt nicht mehr drin? Warte mal, Cola ist noch drin. Was hab ich denn? Ach komm, die Milch muss hier rein. So. Haben wir das jetzt auch geklärt. Thank you. Bitte, bitte. Dafür bin ich da. Mit. Nicht nur, aber mit. So. Zack. Ja, du bist ja immer da. Guck mal hier, kommt schon wieder. Wenn ich meinen Hund nicht hätte, auf dich wäre okay, Verlass. Du. Sack. Hello. Hi. Hi. Okay. Naja, du fährst bestimmt woanders tanken, ne? Das ist hier bestimmt teuer. Mr. Business. Thank you, darling. So, jetzt hätte ich das für den Shop. Aber jetzt kann ich meine Leute nicht bezahlen. Also ich brauche doch noch ein bisschen mehr Cash. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja noch. Folge ist ja noch nicht ganz rum. Also eigentlich schon, wenn ich nach den 20 bis 25 Minuten gehe, ist die Folge jetzt quasi fast schon vorbei. Thank you, darling. Das wird auch nicht ans Riechen. Ansonsten machen wir das in der nächsten Folge. Ich habe jetzt noch 100%. Ach, warte mal, was ist denn hier überhaupt Wirtschaft? Nach 15. Kraftstoff geht immer. Verkäufe, Waschen, Autowäsche. Also es zahlt sich ja alles aus, ja? Kosten 2000. Artikel kaufen, Kraftstoffbestellung, Marktordnung. Marktordnung für was denn? Bitte. Was ist eine Reparatur 300? Hä? Ach so, für das Aufbauen. Aber hab ich doch gar nicht bezahlt. Ach so, war das jetzt für das Gewächshaus da hinten?
Da müssen wir mal was großziehen. Hello. Thank you very much. Appreciate it. So. How it looks like. Okay. So, jetzt haben wir 2-3. Jetzt haben wir 2-3. Jetzt hat sich meine... Haben sich meine Leute ihr Cash geholt. Wir schließen mal die Tankstelle. Was habe ich denn jetzt noch da? Ich habe jetzt noch 5-mal Zapfsäule, aber davon haben bestimmt schon 2 bezahlt. Warte mal, ich habe irgendwie... Wir machen das jetzt auf jeden Fall noch. Okay. Könnt jetzt aber auch warten, bis die alle durch sind. Hello. Pong. Was sind jetzt eigentlich mit den Rechnungen? Hier, Rechnungen 3 Tage. Also habe ich ja jetzt schon gar keine mehr gekriegt. Das ist ja krass. Das ist ja schön. Spare ich mir jetzt Strom und das Wasser. Das ist ja super. Okay. Spare ich mir jetzt den Strom und das Wasser. Das finde ich doch schon mal sehr, sehr gut. Damit kann ich doch voll leben. Hello. Einfach mal so beim Zwinkern abkassiert. Das ist. Ich brauche ja nicht mehr hingucken. Ich weiß, es sieht alles völlig autonom. Okay. So, füllen wir hier nochmal kurz auf. Was habe ich jetzt zuletzt reingeklatscht? Ein Reiniger, ne? Dann haben wir hier noch die Kippchen rein. Gucken wir das Dosenfutter noch. Jetzt passt nicht mehr rein, Regal ist voll. Findest du doch nicht, hä? Steht aber wohl nicht an. Okay. Ah ja, das sind sie wieder. Das sind sie wieder. So, Moment. So, mach das mal weg hier. Die hängen wir da natürlich wieder auf. Ich bin mir bloß nicht so sicher, den Rest kann ich glaube ich drinnen stehen lassen. Ich bin mir jetzt bloß nicht sicher, was passiert, wenn ich jetzt hier, Bitte was? Hab ich jetzt... Toll. Hä? Wo ist jetzt mein ähnliches Bild hin? Das ist jetzt weg. Oh, was? Egal. So, pass mal auf jetzt hier. Zack, Upgrade. Yay! Guck dir das an. Geilo, das ist ja geilo. Oh, übelst. Fett. Fett, fett, fett. So, machen wir das Hirsch. Das Hirsch hier flöhen sie. What? Wofür ist das denn? Wofür ist das denn bitte? Ach guck mal, das Regal ist gleich freiwillig hier hintergerutscht. Das ist ja auch gut. Ah, schön, Shop-Update, geil. So, jetzt fahren wir nach Hause. Jetzt kann ich beruhigt nach Hause fahren und schlafen gehen. Eme. Einfach nur noch heim. So, und in dieser, mit diesem, ich sag mal jetzt quasi, mit diesem Shop-Update würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr Bescheid. Kostenloses Abo, Däumchen, Glöckchen nicht vergessen und Kommentare natürlich. Also, wie gesagt, ich freue mich über jede Reaktion, über jeden Hinweis, über jeden Tipp, über jeden Trick, beziehungsweise über jeden Kommentar, der quasi da ist, ob jetzt positiv oder negativ oder kritikmäßig. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und sage von daher bis zum nächsten Mal hier bei Pumping Simulator 2. Tschüss!